Also es kommt die Chefin von der Fremdenpolizei mit einem Gesicht, wie wenn ihr gerade einer eingespielt hätte. Es kommen noch ein paar Typen. Also ich habe nachher gehört, da war ein Psychologe und ein Amtsarzt dabei und die anderen werden wahrscheinlich Kiewerer gewesen sein, weil alle in Zivil nicht, weil sie ja Kindergericht sein soll. Also um einen 13-Jährigen gegangen ist. Wie auch immer, jedenfalls sind die Buben dann nicht angeschoben worden, weil die Mutter suizidgefährdet im Spital liegt. Aber bevor ich das noch live gesehen habe, wie das dann wirklich anlaufen soll, habe ich schon einmal auf Meldung von der FECTA, alias Schodermitz, alias Innenministerin, einen Text geschrieben. Die hat nämlich gesagt, sie wird sich einsetzen für kindergerechte Abschiebung. Und weil er da dort war in der Früh, lese ich das nochmal. Ja, übrigens hat es auch minus 6 Grad gehabt, also es war arschkalt, wir sind da gestanden. Zum Schluss haben wir es dann gefreut, dass die Buben jetzt da bleiben. Kindergerechtes Abschieben, ein Szenario aus dem Fekta-Gruselkabinett für die Kremser, das ist eine Satire. Die Polizisten treten als Kasperl und Bezi verkleidet die Wohnungstür ein. Bezi reißt die Kinder aus dem Bett, während Großmutter, Krokodil, Gretel und der Rest der Kasperl-Figuren in die Wohnung drängen. Kasperl, grüß euch Kinder, seid ihr alle da? Krokodil, aber nicht mehr lang. Kasperl, wir fahren jetzt zum Räuber und zur bösen Hexe. Im Hintergrund prügeln der Zauberer und der Drache auf die Eltern der Kinder ein. Bezi, Krawuzi, Kapuzi. Kasperl, geschwind, geschwind, ihr müsst hier weg. Krokodil, ja, ja, schwarz, schwarz. Bezi, du Kasperl, das Krokodil will die Kinder fressen. Kasperl, geh Bezi, das erlauben wir nicht. Die Kinder sollen ja ganz frisch zur bösen Hexe kommen, weil die sie fressen wird. Krokodil, gemein, gemein. Bezi, Krawuzi, Kapuzi. Krokodil, wieso darf die böse Hexe diese lieben, kleinen, süßen Kinder fressen und ich nicht? Kasperl, weil die Kinder dorthin gehören, wo auch die böse Hexe daheim ist. Großmutter, ah, die kommen ins Innenministerium, nicht in den Kosovo. Bezi, Krawuzi, Kapuzi. Kasperl, nein, nein, die kommen ins Land, wo die böse Hexe daheim ist, Großmutter, warum sagst du der Kosovo dazu? Gretel, kommt, liebe Kinder, ich habe euch auch was mitgebracht. Da, jedes von euch kriegt ein Keks, das ausschaut wie ein Flugzeug, da könnt ihr euch schon dran gewöhnen. Die Kinder stehen in ihren Pyjamas da und weinen, sie wollen unbedingt ihre Teddybären mitnehmen. Kasperl, die Bären müssen da bleiben, schaut, da ist ja jeder Bezi. Bezi, Krawuzi, Kapuzi. Kasperl, schaut, liebe Kinder, da habe ich meinen Stecken, mit dem hau ich jetzt das Krokodil. Krokodil, au, au, au. Bezi, aber Kasperl, gell, die Kinder hast nicht. Kasperl, wenn sie die Teddybären und sonst alles da lassen, hau ich sie nicht. Und dann eins zur familiengerechten Schubhaft. Ein ehemaliger Postler, der im Schnellverfahren zum Justizrachebeamten umgeschult wurde, und nun eine Mischung aus Postler und Polizeiuniform trägt, dazu eine papierene Narrenkappe vom Villacher Fasching, damit sich die Kinder nicht vor ihm fürchten, steht mitten im Hof und dirigiert die Kinder beim im Kreis gehen. Ein Kind darf oder muss, je nachdem, immer auf die Schaukel. Die Schaukel wurde aus gutem Grund von der Stadt Wien ausgemustert, denn sie ist rostig und quietscht bei jeder Bewegung. Justizpostler. Du da, du geh auf Hutsche! Kind schaut den Gruß an. Justizposter. Jetzt rede ich eh schon türkisch und die verstehen mich immer noch nicht. Du geh auf Hutsche! Kind, nein, ich will nicht darauf. Beim letzten Mal habe ich mir einen Schiefer eingezogen. Justizposter. Du müssen hutschen, hutschen gut für Kinder. Lustig, du müssen hutschen und lachen. Kind, nein, ich will nicht. Justizposter zum nächsten Kind. Du geh hutschen. Zweites Kind, nein, ich will auch nicht, ich habe mir da schon die Hand einzwickt. Justizpostler, wenn du nichts hutschen, du abschieben. Zweites Kind, und wenn ich auf die Schaukel gehe, werden wir trotzdem abgeschoben, glaubst du, ich weiß das nicht? Justizpostler, Baumgarten, Rotsfreche, Baumgarten, seid es ist Kerz eh alle angeschoben. Meine Geschrocken, da hat den Hutschen, wenn er das sagt. Aber auf so ein Kreibe los er das nicht auf, hör auf das nicht. Die Kinder gehen weiter im Kreis, einige weinen. Justizpostler, ihr lachen müssen, warum nichts lachen?
Undankbare Gefräste! Wunder, Wunder, wunderbar, wie der Himmel über der Stadt uns die Ewigkeit prophezeit. Glühend in der Nacht zwischen Smog und Einsamkeit, während wir uns ans Fensterbrett lehnen mit dem unendlichen Verlangen zwischen den Schenkeln und der unstillbaren Sehnsucht im Herzen, wo irgendwo zwischen Fliegen und Fallen stillsteht. So hängen wir schwerelos in diesem Vakuum, hören die müden Knochen knacksen wie trockene Äste im Feuer. Ins Bett zieht uns nichts, das käme einer Kapitulation gleich gegenüber der Schnelligkeit. Und Schnelligkeit ist doch unser Credo in diesen Tagen, wo Fliegen und Fallen nur einen Schritt auseinander liegen. Morgen, sagst du, morgen, da beginnt ein neuer Tag, da wird alles viel besser, ein neues Leben beginnt dann und du lächelst, dein verzogene Lächeln, das ich auf so seltsame Art und Weise mag. Ich möchte dir glauben, so sehr glauben, dass das, was du sagst, irgendwann eines Tages einfach stimmt, dass man dann morgens aufwacht und geht. Kaffee kocht, duscht, die Haare richtet, die besten Kleider anzieht, einen Hut aufsetzt und geht, um den Block zur Bushaltestelle, in den Bus steigt, fährt, irgendwo aussteigt und einfach da bleibt. Unter uns diese gottverdammte Stadt mit ihrer Glocke, unter der Einsamkeitsdunst und Freiheitsfieber wuchern wie Krebszellen im Endstadium, bei der man denkt, dass irgendwann das Ganze einfach platzen müsste, einfach explodieren. Ich will alles bersten sehen, mit einem lauten Knall, der Fensterscheiben im Sonnenlicht gleißend zu tödlichem Konfetti werden lässt. Ich will, dass Häuserteile und Parkanlagen Splitter Richtung Agglomeration fliegen, über die Landesgrenzen hinaus und sich in die Herzen derer bohren, die taub sind und stumm von all dem nichtssagenden Lärm all die Jahre zuvor. Dass Bahnschienen mit Betonblöcken kollidieren, sie umwickeln wie du mich um den Finger. Dass der Bürgermeister stotternd verkünden muss, in der Stadt sei der Notstand ausgerufen worden aufgrund zu vieler geplatzter Träume. Und ich würde da stehen, in meinem neuen Leben, wo alles super ist und ordentlich und zuverlässig. Und ich würde ein verzogenes Lächeln lächeln, das mich an dich erinnert. Und ich würde dir ein Gedankenstrüsschen winden, weil es deine geplatzten Träume gewesen sind, wo das alles mit verursacht haben. Wir lehnen uns ans Fensterbrett, Zukunftspläne sind geschmiedet, die Vergangenheit stillschweigend ignoriert und das Morgendämmern auf dem Weg. Rauch mit mir doch unser letztes Gramm Hoffnung, bevor auch dieser Funke erlischt und reiß mir doch endlich mal das Herz aus der Brust und erschrick, wie schwarz es ist von all der Wut, die sich aufstaut, wenn ich merke, dass meine Lieblingsschoki nicht mehr im Verkaufsregal liegt. Schwarz wie die Rügeli-Dealer am Bahnhof, bei denen du so politisch korrekt aufjaust, wenn jemand das sagt, was du denkst, nämlich schon wieder die Neger. Schwarz wie die Lunge vor lauter Einatmen von Hass und lauter Ausatmen von verdrehten Halbwahrheiten, die irgendwann zu Papier gebracht und als Literatur verkauft werden. Schwarz wie das Höllloch in der Nacht, wenn die Touristen weg sind und die verdammten Seelen zurückbleiben, wie der Rhein bei Gewitter, wenn es sich anhört, als spuckten 1000 Erzengel verrechtlich ins Wasser herab. Es ist nur der Regen, sagst du beruhigend, aber du bist dir da auch nicht mehr so sicher. Geh und kauf dir Sicherheiten bei der Bank deines Urvertrauens. Kauf dir hautfarbene Unterwäsche, damit du dir nicht ganz so nackt vorkommst, wenn du lügst, während ich uns einen Paartherapeuten suche, der uns das verkauft, was wir wirklich brauchen, um unsere Beziehung zu retten, nämlich ein gottverdammtes Baby. Wenn wir das nicht kriegen, lass uns die Ordnanzwaffe auf dem Dachboden suchen. Schau, wie verdammt pragmatisch ich doch geworden bin. Habt uns alle lieb, betteln wir rutschend auf den Knien und spucken verrichtlich ins Wasser, hoffend, dass uns Gott oder die Erzengel oder unsere Eltern gerade nicht zuschauen. Eines Tages, doch kauf ich mir eine Kette, sage ich, und zeige das Fensterbrett an. Und wenn du dann da stehst, so seltsam lächelst, mit dem beruhigenden Blick, wo mir sagen soll, dass alles gut wird und wo mir immer einen Schlag in die Magengrube versetzt, dann will ich sagen, ja, es wird alles gut. Morgen ist alles anders, da bin ich mir sicher. Und dann will ich die Luft anhalten, dich anlächeln und dich fallen lassen. Still, mit einem flüchtigen Kuss in Gedanken zum Abschied, mit deinem geweiteten Blick voller Unverständnis in meinen Augen. Und dann werde ich gehen. Kaffee kochen, duschen, die besten Kleider anziehen, die Haare richten, einen Hut aufsetzen und gehen. Die Türe hinter mir leise schließen, um den Block herum an der Bushaltestelle vorbei, zur nächsten Kreuzung, durch den Park und vorbei an den Enten im Teich und dem Bankenviertel und den kleinen Läden, bei denen man nie wirklich weiß, was sie verkaufen und die Vögel werden verstummen. Es wird still sein und friedlich.
Ich werde gehen und ich werde atmen. Zum ersten Mal seit langer Zeit atmen in großen Zügen wie Ertrinkende, die doch überleben, weil sie so lange so verdammt fest gestrampelt haben. Und hinter mir wird es zu rauschen beginnen wie das Meer. Ein Meer aus Versprechungen und Enttäuschungen, ein Tsunami der Trivialitäten, eine Sinfonie der gläsernen Zärtlichkeiten, und ich werde wissen, dass alles gut wird, dass jetzt das neue Leben beginnt. Irgendwo, wo es ruhig und sauber und ordentlich ist. Und ich werfe keinen einzigen Blick zurück auf die Stadt, die hinter mir wegen zu vieler geplatzter Träume endlich explodiert. Merci für mich.